Damit recht herzlich willkommen hier live auf Twitch an diesem kleinen Samstagabendstream. 23.05 Uhr, der letzte Samstag im August. Zu die Parteien. Mal schauen, mal ein, zwei Spielchen machen, damit wir nicht aus der Übung kommen. Gelle. So. Eine Ziele, ich will keine Ziele. Ich will spielen. Ich spiele momentan mit ganz schwerer Mannschaft, weil ich muss ein Update machen, weil ich Spieler, wenn er will. Da muss ich mit deutschen Spielern und Spielern aus deutschen Vereinen spielen. Also wundert euch nicht. Ah, das ist machbar, das ist machbar, das ist machbar. Dann mal viel Vergnügen, ne? Wie ihr seht, ich spiele mit Ballack, mit Wimmer, mit Ravioli da, mit einem aus, mit dem Schweizer da, ganz schwer. Auch ganz schwer. Also wundert euch nicht. Und der Ballack, trotz rechter Verteidiger, spielt bei mir im Sturm. Ja. Aber also nicht wundern. Ja, das, wenn man die Leute, die diese Kollegas da will, ne? Diese besonderen Spieler, ne? Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolfuß und Frank Buschmann. Wir haben heute eine hochinteressante Begegnung für Sie im Angebot. Die Dons gegen L'Albi Celeste. Also ich freue mich extrem auf dieses Spiel und ich glaube, dass... Was für eine Chance! Weiter gefährlich nach diesem Block. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. So werden die Dons heute spielen. Im Tor ist Alisson. Diego Carlos spielt zusammen mit Chris Smalling in der Abwehr. Und im Sturm bauen sie heute in dieser Partie auf. Isak, er bringt sie schon früh in diesem Spiel in Führung. Tor. Buh. Gut gemacht, ja? So, nochmal der Blick auf dieses Tor. Flach kommt die Flanke. Und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Was, die wechseln jetzt schon? Aber schnell gewechselt, ja. Was ist los hier? Ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Alexander Isak und irgendwie hält er ihn. Souverän gemacht vom Torwart. Ja, ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Lang geht's weiter. Chance. Sie blocken den Ball ab, aber Szene geht weiter. Goal! 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 Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ich laufe da schon da dran durch, das Simbel.
So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Jetzt in der Anspielstation. Und dann der Ballverlust. Die Gefahr damit bereinigt. Vielversprechender Steilpass. Gehalten. Szene geht weiter. Kollege. Die Dons mit einem Angriff. Abseits. Er dribbelt in die Mitte. Ah, das frühe Stören, das zahlt sich aus. Da haben sie den Ball. Schöner Pass jetzt. Alexander Isak. Wahnsinn, er hält ihn. Schlecht, sehr schlecht. Eck in den Strafraum. Die Abwehr holt sich den Ball. Kann diesen Ball halten. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Hallo, solche dran durchlaufen. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball. Der Schuss. Alisson mit der Parade. Angriff der Dons über den Flügel. Oh, was war das? Frühe Stören, da musst du erstmal gegen ankommen. Ballgewinn. Wie wird er jetzt hier entscheiden? Gib ihm Rot, ja, dem Dreckspotzer. Ja, will ich sein, ja. Oder? So in die Zweikämpfe gehen. Ich glaube, bei diesem Spielstand könnte für Sie hier auch schon Schluss sein, Boucher. Und viel auf. Klasse Freistoß. Boom! Ballack! La 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 la! Mega Freistoßtor. Freistoßtor mit dem Außenriss. Das werden wir grandios, oder? In Highlight Reels sehen. Grandios. Wahnsinnig gut gemacht. Hier nochmal die Wiederholung. Ah, guck dir das an. Reingezwirbelt der. Ja, aus der Position muss er erstmal hinkriegen, ja? Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Ach komm her auf. Ach komm her auf. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Alisson mit der Parade. Michael Ballack. Halbi Celeste holt sich den Ball. Nur noch der Torwart vor sich. Ist es das? Der Ball prallt vom Pfosten wieder zurück. Er läuft dran durch. Darf Sender sein. Damit beendet. Nur der Alu-Treffer und das wird sie. Ah, da könnte sich was anbahnen jetzt. So, das nächste Tor und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar. Vier Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Da ist er ganz einfach durchgegangen, nicht aufzuhalten. Und dann ist der Ball drin. Ah. Wonderful, wonderful. Ist es nicht wonderful? Guter Pass. Ja, das Spiel ist gelaufen. Ant-Man. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. So muss es sein, jawohl. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung.
Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5:0. Die Bonds über außen, vielleicht finden sie da jetzt die Lücke. Jetzt ist die Kugel weg. Oh, du horchst. In Sachen Ballbesitz sind die Dons bislang in dieser Partie vorne und sie setzen diese Überlegenheit immer wieder in. Oh, warte, was für eine Chance! Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse! Grandios, oder? Trotz rechter Verteidiger. Ändert er nichts an seinen Attributen, heißt, oder? Sagt man, oder? Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6:0. Oh, der Ballgewinn. Da ist die Chance. Die erste Hälfte ist vorbei. Damn it. Schön gemacht, oder? Ganz locker. Essen weg. Überall hörst du nur vom Essen. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Das sieht gut aus. Boah, das war wirklich in allerletzter Sekunde. Klasse geklärt. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Alisson mit ich der Parade. Manchmal frage ich mich, wo laufen denn die hin, die Idioten, ja. Angriff der Dons über den Flügel, da ist Platz. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Was für eine Parade. Riesenszene, ganz stark gemacht. Kurze Ecke. Sie sind da, Ball wird geblockt. Gut den Ball geholt, jetzt können sie angreifen. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Er schießt. Jo, ah, da kein Schuss, ich doch ein Bananen. Die Gelegenheit. So, ja. Wieder ein Tor. Langsam wird's voll auf der Powershot. Das ist natürlich mehr so ein Powershot, dann wird es halt schwierig, denn aber dann berührt. Das zeigt die Wiederholung deutlich, aber der Ball ist nicht zu halten. War halt voll der Leute reingedrückt. Der Ball am Ende doch noch ins Netz. Zu viel Power dahinter. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Diego Carlos. Die Dons über außen jetzt, da wäre Platz. Zug nach innen. Zieht einfach mal ab. Blockt den Schuss erstmal ab. Und da klingelt im Kasten. Schon der Knallsack. Ah ne, die Wimmer. Und Wolfsburg. Wir schauen uns das Tor nochmal an und entscheiden, dass sie den Ball nicht wegbekommen. Jo. Schauen nur zu. Und es rächt sich. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Er kann diesen Ball halten, aber die
Gefahr ist noch nicht bereinigt. Körper, Körper, Körper. Drittes Tor im heutigen Spiel. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade und dann haben sie eben. Warten mit dem Arm noch und dann Ding Dong. Nochmal heiß wird. Bing. Und dann fällt das Tor. In Genick. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Sie unterstützen gut. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Einwurf. Penner. Ings. Der Ball ist weg, geht über die Linie. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Schussversuch. Den Schuss kann. Das war knapp. Ah, toller Pass. Setzt sich klasse durch. Die Chance jetzt. Super abgewehrt hier. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Freistoß gehalten, aber auch keine allzu große. Ah, ich hätte ein bisschen höher machen sollen. Vorne bei dieser Ecke, klar, sie hoffen auf den hohen Ball. Bisschen höher, ein bisschen mehr Effekt noch, ja. Ah. Ecke kommt. Die Abwehr holt sich den Ball. Das war jetzt nichts. Das war jetzt nichts. Dies war jetzt wohl nichts. Ja. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Gibt Ecke. Ecke kommt ins Zentrum. Da konnten sie nichts draus machen. Da ist die Chance. Starkes Spiel. Wieder das Tor. Er hat den Doppelpack. Endman. Was steht da eigentlich der Endman rum? Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Oh. Aber gerade noch so, gell? Ja. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Ah, ganz schlechter Pass. Ganz schlecht. Ings. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Sie verlieren hier den Ball. Ja, könnte was werden. Und da ist das Tor. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie der Gegner reihenweise stehen lässt. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ja, ja, so ist es, gell? Kann man machen, nix. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Regulär sind es noch 7 Minuten.
Damit hat er keine großen Probleme. Aber für so einen kleinen Samstagabend ist es okay. Stream. Ecke kommt in die Mitte. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Modric wird gut unterstützt. Schöne Aktion, Steilpass. Oh, der geht fast noch rein. Und das aus diesem... Gutes frühes Stören. Da wird die Nachspielzeit angezeigt. Wir bekommen noch mal 4 Minuten. Nicht ungefährlich. Steilpass. Den spielt er steil. Ganz frei, aber das war stark gemacht. Boah, der war wichtig. Das wäre das Tor gewesen. Eine Riesenparade. Ecke kommt rein. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Da bekommt er Unterstützung. Die Riesenchance. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine... Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Deutlicher Sieg also am Ende. Große Mühe hatten sie eigentlich nicht in dieser Partie. Nö. Dafür war der Gegner alles in allem dann doch zu schwach. Hauptsache. Ich spiele mit meiner Zweitmannschaft sozusagen, also nicht mit meinem normalen Stamm-El, sondern mit den anderen, ne? Mit dem Wurstsalat. Ja. Wurstsalat. Wurstsalat. Ja, ich spiele mit FC Rostock. Also das ist die Dings, die Gründerfehler da. Ne? Ja. Aber ich habe mit der Mannschaft Wurstsalat, habe ich jetzt schon. Einzig Tagesaufgabe, Spiel, ja. Ich muss halt immer gucken, was ich schon gemacht habe, damit ich nicht darauf hinarbeite, ne? Steht er? D'accord, ne? Ja. Damit ich dann reagieren kann. Das will ich alles, habe ich noch nichts. 30er Torschütze, ja. Jetzt fehlt mir aber immer noch 7 Siege. 2 Tore pro Spiel mit mindestens 3 deutschen Spielern. Ich habe aber 3 deutschen Spielern in deiner Startelf. Oha. Fünf Tore. Oh, das waren 4 vom Wallach. Scheiße. Fuck. Haben wir noch Milestones? Freistoß. Das habe ich doch schon. Brauche noch einen Spieler. Braucht 5 deutsche Spieler. Die habe ich ja nicht mal. Da habe ich ja nur Dreck. Wenn ich jetzt in die Kader gehe und 5 Deutsche. Ich spiele mit einem Deutschen. Habe ich jetzt mal Dreck, ja? Warte mal, Ziele. Weiter war noch was mit dem Italiener. Fünf Tore mit Premier League Spielern.
drei Bundesligaspielern in der Startelf. Ja, das habe ich ja, da bin ich ja dabei. 5 Tore mit Premier League. Ah ja, der Isaac Tipp lege fest, welche Benachrichtigung ist, wann das. Der Isaac ist hier aus der Premier League. Hier. England 1, ja. Newcastle. Ja, Newcastle. Also, da sind wir schon mal dran. Und 3 Spieler aus der Bundesliga bin ich auch dabei, ne? Muss halt 7 Siege machen insgesamt. Ich glaube, ich habe jetzt 5. Oder so. 5, wenn mich nicht alles täuscht. Halt, nee, das will ich nicht. Ich will spielen. So. Aber the next one. 5 habe ich. Was haben wir hier noch? Ah, Wolfsburg. Und dann nachher noch einen Haufen Päckchen aufmachen. Freue mich schon drauf. So kriegt man wenigstens Päckchen, weißt du, wenn der auf solche Sachen geht. Ja. Irgendwann kriege ich auch mal meine Traumelf zusammen. Ja. Die Dons gegen die Football Pies. Ich bin sicher, beide haben sich heute viel vorgenommen. Die Kulisse stimmt, die Stimmung ist erstklassig. Alle erhoffen sich ein tolles Spiel und ich bin sicher, wir werden hier heute großartigen Fußball erleben. Die Dons über außen, vielleicht finden sie da jetzt die Lücke. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. So werden die Dons heute spielen. Im Tor ist Alisson. Diego Carlos spielt zusammen mit Chris Smalling in der Abwehr. Und im Sturm bauen sie heute in dieser Partie auf 2 Angreifer. Er kann es machen. Ja, ganz sicher. Ball ist aus. Wenn es um die wichtigsten Leute in dieser heutigen Partie geht, dann müssen wir auch über Michael Ballack reden. Er wird das Spiel hier heute gestalten. Das ist seine große Fähigkeit. Abseits. Ach Mann. Endman. Er fängt diesen Ball ab. Jetzt ist er vorbei. Da kommt er raus und hält den Ball. Der Ball erstmal abgefangen. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Ungefährliche Aktion, kein Problem für den Torwart. Er hat den Ball, gute Aktion. Demit. Da setzt er sich gut durch. Nicht ungefährlich. Die Chance zur Führung. Sie liegen vorne und schießen diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Du sollst kein Tor schießen. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Horsch. Da setzt er sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Die Dons über außen jetzt. Da wäre Platz. Luka Modric. Ah, und sie haben den.
den Schwung dieses Treffers ausgenutzt. Doppelschlag, zwei Tore sind sie vorne. Wunderbar, wie er diesen Ball ins Netz zimmert. Was für ein Tor. Unhaltbar. Also den Abschluss kann wahrlich nicht jeder. Nein. ...2-0 steht sie hier. Sie machen einen guten Eindruck. Ach, komm her doch auf, du Arsch. Isak. Die Gelegenheit. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Wieder können sie nicht stoppen. Er macht hier Tor Nummer 2. Doppelpack. Knallsack. Knallsack, Michael. Knallsack. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich nicht nehmen. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Und jetzt bekommen sie die Chance. Die Chance jetzt. Der muss reingehen. Den macht er ganz seriös ins leere Tor. Ganz seriös, ja. Da ist nochmal die Wiederholung. Serious. Er setzt sich durch und dann ist das ganz nervenstark. So musst du da erstmal vorbeilaufen. Das sieht so leicht, so einfach aus. Eindeutiges Resultat bis hierhin. In Sachen Ballbesitz sind die Dons bislang in dieser Partie vorne. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Ah, er macht zu. Ballverlust auf Seiten der Football Pies. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Diese schauen wir auf diese erste Spielhälfte. Miserabel, ja. Bislang im Großen und Ganzen eigentlich ohne echte Schwächen. Mit so einer klaren Führung im Rücken hast du es natürlich leicht aufzuspielen. Und genau das tun sie auch. Das wird nach der Pause kaum anders sein. Ah, aber jetzt bekommen sie erstmal die Chance. Ist natürlich mutig jetzt von da. Spiel doch zurück, du Arsch. Das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Ich lauf da dran durch, ja, da Lutscher. Ball erstmal weg. Isak. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier, ja, den sicheren Treffer. Ecke landet beim Gegner. Guter Zweikampf. Zur Halbzeit. Der erste Durchgang ist vorbei. Ich bin mit so einer Mannschaft halt spielen muss, der passt nun halt der Ball wieder. Wir halt ganz schwierig. Die Football Pies liegen aktuell zurück. Das sieht durchaus vielversprechend aus.
Da setzt er sich gut durch. Klasse Chance jetzt. Er träumt oder was? Nerven behalten. Das war eine Glanztat. Er holt sich vorne den Ball. Jetzt können sie es machen. Ich sag nicht. Balleroberung durch die Football Pies. So langsam wird's gefährlich. Die Chance hier. Luka Modric. Modric muss er machen. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Ecke kommt. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Die Dons über außen jetzt. Da wäre Platz. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Ah, manchmal stelle ich mich schon ein bisschen blöd an. Ja. Isaac. Starkes Tackling hier. Nun Lallana. Danny Welbeck. Ganz energischer Einsatz. Modric wird gut unterstützt. Er ist frei, da kann was draus werden. Wird ja auch mal Zeit hier. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. Wieder ein Treffer. 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Ich wollte auch noch querlegen. Ich wollte noch querlegen. Eine Riesenchance, aber das war zu schwach. Den hält er. Da ist die Chance. Starkes Spiel. Wieder das Tor. Er hat den Doppelpack. Mehr Tore gibt es ja auch mehr Geld, ne? Und so, ne? Und mehr Punkte und so, ne? You know, mehr Punkte. Absolut. Darum immer viel Tore schießen. Das 6-0. Er bekommt die Unterstützung. Isaac, die Chance jetzt. Eine starke Parade. Er fängt diesen Ball ab. Die Dons über außen, vielleicht finden sie da jetzt die Lücke. Sie versuchen es. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Es wird das frühe Sturm so perfekt eingesetzt wird. Dann wird es eng. Volle Parade. Jetzt sind sie am Ball. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Was macht er draus? Und den Ball macht er natürlich. Keine große Aufgabe mehr. Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Ja, da hat das natürlich leicht. Niemand da, alles offen, das ist kein Problem. Vorstellung heute, sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Schön durchgesetzt.
Und der Schuss geht genau auf den Torwart. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Angriff der Dons über den Flügel. Da ist Platz. Gute Gelegenheit. So, wieder ein David. Tor. Langsam wird's voll auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. Wo spielt eigentlich der? Ja, da sieht man wieder, was der am Ball alles drauf hat. Und dieses Tempo ist natürlich klasse. Der Antritt, die Abwehr am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, machtlos. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Gefährlich jetzt. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Ecke kommt. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. War gar nichts. Regulär sind es noch 7 Minuten. David. Die Dons mit dem Ballverlust. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. Das macht er sicher. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Immer schön Zeit von der Uhr nehmen, immer wichtig und richtig. Jetzt kommt die Ecke. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Ja, das haben sie geahnt nach dieser tollen Parade. Die Szene ist noch nicht vorbei und dann schaffen sie. Gut reagiert, oder? Gut reagiert. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert, aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Rinn ins Dreieck und gute Schau. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Nachspielzeit hier, 2 Minuten. Luka Modric. Jetzt geht er da mit dem Ball nach innen. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Und das war's für heute in diesem Spiel. Die Gastgeber dürfen sich also über einen Sieg freuen. Das war wirklich ein überzeugendes Spiel. Das Ergebnis spiegelt so auch den Spielverlauf wider. Sie waren die klar bessere Mannschaft. So, jetzt mache ich noch eins und dann mal gucken. Dann müsste ich eigentlich 7 Siege haben. Nicht ungefährlich. Wenn ich nicht alles, wenn ich gewinne. Sie liegen vorne und. Damit ich wieder normal spielen kann, ne? Später. Jo, ja. Seid ihr d'accord damit? Wie man so schön sagt. Auf Elite 1 wird man diesmal nicht ganz lang. Nein. Wie viele Spiele haben wir eigentlich gemacht? Help Profi. Kein Vertrag mehr. Oh, nö. Oder ich muss mal einen Knallsack rausmachen. Zentral, wer links, irgendwas mit links. Wo die Leute spielen, verstehst du? Gutwin spielt in Australien, Türkei, England 2, Soha.
mal so. Mhm. Damit ich noch mehr Leute habe, wo für Engl... Ja, ich mache eine ganz wirre Aufstellung. Ist ja klar, ne? Aber ist ja egal. Spielen können sie überall. Es geht ja darum, diese Challenges zu machen. Okay? Ganz einfach. Hallo und willkommen, liebe Hallo. Freunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Hallo, Partie. Wolf. Wolfuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Ich bin sicher, heute dürfen wir uns auf hochklassigen Fußball freuen. Die Dons gegen die Bears. Das wird fantastisch, da habe ich keinen Zweifel. Es wird ein Fußballfest. Carvajal am Ball. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. So werden die Dons heute spielen. Im Tor ist Alisson. Diego Carlos spielt zusammen mit Chris Smalling in der Abwehr. Und heute starten sie hier mit zwei Stürmern. Es wird darauf ankommen, dass sie die Laufwege gut abstimmen, sich nicht im Weg stehen. Jetzt könnt ihr den Ball abspielen. Klasse Chance jetzt. Er trifft und damit bringt er sie hier früh in Führung. Isaac. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe mehr. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Machen Sie jetzt gut. Schön zugemacht. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Gefährliche Szene. Sie ziehen davon unaufhaltsam gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit zwei Toren vorne. Schön gemacht, Bubele. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Neymar. Griezmann jetzt. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Da passt er auf. Griezmann kommt vorbei. Da haben sie das Tor noch nicht. So also weiter dieser klare Rückstand, aber das sah gut aus. Ja, Wolf, ich glaube auch, die können hier nochmal rankommen. Ja, doch ich nichts in trockenen Tüchern. Der Dons über den Flügel, da ist Platz. Ganz, ganz enge Entscheidung. Abseits, das waren Zentimeter. Griezmann gewinnt dieses Duell. Antoine Griezmann. Kein Problem, ganz sicher. Da muss er hin und holt sich den Ball. Das könnte vielleicht was werden. Da geht die Fahne hoch. Also, Ach, leck mich doch am Arsch. Du, weißt du, mit ihrem Abseits gehen wir doch auf der Lurch. Neymar am Ball. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Ballack. Ah, die sind halt schon wieder ein bisschen besser, gell? Nur Marquinhos. Ball bei Neymar. Der Ballverlust hier der Bears. Isaac.
Wilfried Saar. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Ganz energisch. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abstoß. Simpel. Sie suchen die Lücke. Sie machen zu, ah, das war wichtig. Mertens. Nehmen wir den Ball. Sie verlieren hier den Ball. Ball läuft da gut jetzt. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Isak, das ist die Chance. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Eckball. Ecke landet beim Gegner. Florenzi. Was machen denn die da für Sperenzchen, gell? Griezmann. Gute Aktion. Die Dons sind bislang die bessere Mannschaft, was den Ballbesitz angeht. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Im Moment haben sie den Ballbesitz nicht. Gegenangriff erstmal. Kimmich. Vielleicht die Konterchance. Die Bears verlieren den Ball. Wilfried Saar. Oh, gehalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell. Nerven behalten, das war eine Glanztat. Die erste Hälfte. Scheißspiel hier. Scheißspiel. Alles so anstrengend heute. Aber es ist ja nur ein kleiner Stream. Mal gucken, ob wir das auf die Kette kriegen oder nicht. Es geht weiter mit diesem Spiel. Die zweite Hälfte. Bislang sind die Dons hier in Führung. Da ist die Balleroberung. Die Dons mit einem Angriff. Er dribbelt nach innen. Klasse Angriff. Aber auch diese Abwehr müssen wir da loben. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Jetzt können sie es machen. Sie blocken den Ball ab, aber Szene geht weiter. Den Ball hat er. Ganz souverän. Kimmich. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Modric, ja, Mitspieler sind da. Isak, das macht er sicher. Die Ecke kommt rein. Sie spielen erstmal raus. Die Bears geben den Ball her. Angriff jetzt über Luka Modric. Luka Modric. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Ich hab
mir die Kugel, gib mal die Kugel. Modric jetzt am Ball. Gib mir die Ei, gib mir das Ei, gib mir das Ei. Sie stehen jetzt sehr tief. Ja, das ist natürlich dann auch nicht leicht, da die Lücken zu finden. Er hat den Ball, wird da was draus? Und jetzt Griezmann. Diego Forlán. Ah, da ist der Ball weg. Ja, mit viel Einsatz. Weiter diese Szene. Ball kommt in die Mitte. Noch ein Tor. Drei Tore Führung nun also. Heute zeigen sie wirklich, wie treffend. Der war gut, der war gut. So ist dieses Tor entstanden. Zunächst kommt die Flanke und dann ist das wunderbar gemacht. Mit der war gut. Ist er zur Stelle, setzt ja sich durch. Ist das der Wimmer oder was? Ja, müsste der Wimmer sein. Jo. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Gott sei Dank. Da ist die Flanke. Ah, Idee war ja nicht schlecht, ne? Will er so ein Flänkchen reinhauen? Ball ist erstmal weg. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Flanke geht in den Strafraum. Da können sie erstmal klären. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Gleich wird hier ausgewechselt. Ach, für die? Ich habe gedacht, für mich? Du Arsch. Florenzi. Diego Forlán. Ja, dieser Ball kommt nicht an. Modric. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Die Flanke von Modric. Er fasst sich ein Herz und versucht's, aber das war zu weit weg. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Das muss es fast sein. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Er schlägt Kohl. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt haben sie den Ball wieder. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Leichte Aufgabe für Kobel. Kurz vor dem Schlusspfiff steht hier eine deutliche Führung für die Gastgeber zu Buche. Der Vorsprung ist erheblich. Ja, was soll da noch passieren? Nee, nee, die Sache ist durch. Entscheidung ist gefallen. Das wird ein Sieg. Auf dem halt doch du mal deine Pepper her. Antoine Griezmann. Leider etwas unplatziert, dieser Schuss. Und der Torwart hält ihn problemlos. Drei Minuten sind's noch. Wilfried Zaha. Ball kommt an den kurzen Pfosten. Problem. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Und jetzt ein Schuss. Lässt sich nicht beirren, den Helder.
Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Ecke kommt in die Mitte. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Schlusspfiff. Fertig. Das war wirklich ein überzeugendes Spiel. Und das Ergebnis spiegelt so auch den Spielverlauf wider. Sie waren eine bessere Mannschaft. Gut, gut. Jetzt müsste ich 7 Siege haben, ja. Und jetzt geht's los. Jetzt habe ich mich verzählt. Dann habe ich mich verzählt. Game it. Jetzt gucken wir mal schnell, was wir da Schönes erreicht haben. Ja, machen wir nachher. Erstmal die Saisonfortschritt. Oder Frankreich. Oder Holländer. Da fehlen mir jetzt noch 800 und dann mir fehlt jetzt noch dann wie viel zu dem 1800. So, jetzt Ziele. Was gibt es? Alles gibt eh nur 100 Münzen, so viel schießen wir. So, und dann haben wir hier noch. Scheiße, habe ich das immer noch nicht. Why? Ich habe doch 3 in meiner Startelf. Hier, Germany 1, Germany 1, Germany 1. 3 Stück aus Deutschland. Eintracht Frankfurt, Wolfsburg und FC Union Berlin. Der Trimmel. Trimmel, Wimmer und Sof. Da muss ich doch noch 1 machen. Da müssen wir noch 1 machen. Nee, spielen. Wenn wir doch noch 1 spielen. Das letzte in der Kategorie. Aber ob ich das gewinne? Das wird schwierig. Das wird schwierig. Nee, halt nochmal zurück. Kader. Habe ich nicht einen schnelleren auf der rechten Position? Hier unten habe ich gar nichts aus Deutschland. Hier irgendwas aus Deutschland? Nö. Nee. Der Ter Stegen ist Spanien. Italien, Frankreich, England. Nichts. Gar nichts. Der Forsberg, ja. Der Forsberg. Also ist ein lahme Gurk. Und dann der Lacroix noch aus Wolfsburg. Gulaschki und der Sommer. Das sind alles Torwärter. Scheiße. Ach, dement. Ja, komm, machen wir das doch schnell. Das letzte. Dann haben wir 4 Stück und dann. Bouillabaisse, ne? Ja.
könnte schwierig werden. Oh, ihr Bayern-München-Trikot. Ah, das wird jetzt mit dem Goldenen spielen. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Brasil. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir haben heute eine hochinteressante Begegnung für Sie im Angebot. Die Dons gegen die Groundhogs. Also ich freue mich extrem auf dieses Spiel und ich glaube, dass es sehr, sehr unterhaltsam und interessant wird. Also von mir aus, es kann losgehen. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Sie gehen hier schon früh in Führung. Damit haben sie erstmal alles im Griff. Schön durchgesetzt, zieht am Verteidiger vorbei. Das ist eine seiner großen Stärken. Dieser Zug zum Tor, unnachahmlich. Perisic. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ich glaube, da habe ich keine Chance. Ich glaube, da habe ich schlechte Karten. Tja, jetzt wäre das halt nichts mit dem Sieg, ne? Das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Dumm gelaufen. Er passt gut auf und hat den Ball. Der feiert heute Jubiläum. Das ist Partie Nummer 50 bei diesem Club. Der gehört einfach in diese Mannschaft. Kein Problem, ganz sicher. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Fast der Ausgleich, da muss der Keeper schon alles aufbieten, um die knappe Führung zu verteidigen. Aber es riecht nach Tor. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Angriff der Dons über den Flügel, da ist Platz. Angriff erstmal gestoppt, aber ich glaube, das gibt Gelb. Oh nee, das war kein guter Freistoß. Ja, aber auch kein Wunder bei der Distanz. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Der Keeper macht diese klasse Torgelegenheit zunichte. Unheimlich ruhig, unheimlich konzentriert. Stark gemacht. So. Und da ist der Ball wieder weg. Oh, du Penner. Jung Minson. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Der Ball ist drin. Jetzt sind Sie also mit zwei in vorne. Ja, das gibt es nicht. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Gutes Timing, gute Grätsche. Er holt sich den Ball. Ist egal. Ist halt nicht die Mannschaft, die ich gern spiele, ne? Weil, wie gesagt. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Ja, und dann kommt halt sowas, ne? Naja. Markus Lorente. Da wird's halt beim nächsten Mal dann so sein, ja. Ach, du bist doch ein. Also Pass erbärmlich. Die Groundhogs mit einem Angriff. Den hat Alisson, natürlich. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Die Groundhogs sind vorne, was den Ballbesitz angeht. Und sie schaffen es halt auch immer wieder, diese... Ivan Perisic! Unglaublich, kein Tor. Alisson ist da. Alisson macht zu. Den haben viele hier schon drin gesehen. Sensationelle Parade.
Zaha. Die Dons über außen, vielleicht finden sie da jetzt die Lücke. Klasse gemacht vom Verteidiger. Wilfried Zaha. Er gibt das Foul und der Spieler war schon verwarnt. Raus, raus, raus. Gib ihm gelb-rot. Und auch das ist wieder gelb. Heißt Ampelkarte. Tja, misslungene Aktion, völlig klar. So darfst du da nicht hingehen. Erst recht nicht, wenn du schon gelb hast. Distanz, aber echte Gefahr kommt. Bleibt erstmal bei diesem Spielstand. Und damit ist der Ball weg. Ivan Perisic kommt. Gewinnt dieses Duell. Weltklasse, kann man nicht anders sagen. Schauen, dass das Spiel fertig hat und gut ist. Ecke kommt ins Zentrum. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Da wäre Platz für den Konter. Ja, sie versuchen es weiter. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Weg ist der Ball. Isak. Abseits. Isak. Alexander Isak. Und sie kämpfen sich tatsächlich zurück in dieses Spiel. Noch ein Tor bis zum Unentschieden. Auch zwei zum Sieg, Mann, du Penner. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Und jetzt hat er den Ball. Wilfried Zaha. Ball kommt. Guter Ball, aber auch gute Parade. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgang. Die nehmen eine Auswechslung vor. Da kann er klären, gut aufgepasst. So, der Pausenpfiff. Nach der Pause geht es nun weiter. Die Dons liegen zurück. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Der Schuss war keine wirkliche Herausforderung. Jetzt könnte die Chance entstehen. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ball holt er. Die Dons über außen jetzt, da wäre Platz. Modric. Und dann doch der Ballverlust. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Das könnte die Gelegenheit geben. Ja, abseits angezogen. Ich hätte schon jetzt ein Tor schießen müssen. Wenn Sie da noch einen Moment warten, dann schon, ist niemand mehr im Abseits. Schon schlankt man nämlich nicht. Das ist natürlich herzlich wenig. Ja. Schon schlankt man nicht mehr.
Perisic. Weil die Zeit vergeht ja, oder? Geht er rein? Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Er muss halt alles viel schneller gehen, ja. Ballack. Schönes Dribbling hier. Könnte der Ausgleich werden? Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Ja. Wenn ich halt kein Tor mache, dann wird es halt schwieriger. Sie müssen den Ball abgeben. Man gewinnt ja nur, wenn man Tore schießt, ne? Angriff der Dons über den Flügel, da ist Platz. Oh, das sieht nicht gut aus, könnte gelb geben. Ich nutze halt meine Chance nicht, ne? Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Ah, keine Chance. Er verteidigt den Ball mit viel Einsatz. Die Groundhogs mit der Balleroberung. Ich bin zu blöd. Markus Llorente. Zu blöd, meine Chance zu nutzen, ja. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Hat jetzt Anspielstation. Llorente. Unheimlich wichtig, dass er da zur Stelle ist. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Keine gute Aktion, deswegen hier der Pfiff. Die gehen heute schon ziemlich hart rein. Wieder eine Verwarnung und dabei sind sie schon in Unterzahl. Ja, da muss jetzt auch irgendwas vom Trainer draußen an der Seitenlinie kommen. Die müssen kühlen Kopf bewahren. Markus Llorente. Da okay, schon. Platz auf außen für die Groundhogs. Zu blöd zum Tor. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Zu so, blöd zum Tor. Flanke kommt. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Super durchgesetzt. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Das wäre ein super Tor gewesen. Aber nichts ist, und da können Sie sich beim Aluminium bedanken. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Da ist die Hereingabe. Alles on hält, bald ist noch im Spiel. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Unheimlich wichtig, dass er den hält. Sie liegen kurz vor Spielende, weiter knapp vorne. Und das gibt jetzt doch ganz bestimmt noch mal Auftrieb für diese spannende Schlussphase. Und erneut läuft der Angriff. Das könnte. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin, Leute. Ich krieg's nicht geschissen. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Ball in Zeiten ausgeklärt, Sie bekommen den Eindruck. Ja, dann machen wir fertig, ja. Feierabend aus. Schnauze voll. Vielleicht liegt es auch an der Tablette, dass meine Reaktionsfähigkeit ein bisschen für den Arsch ist. Kann natürlich auch sein, ja. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Vielleicht die letzte Chance, hier noch den Ausgleich zu erzielen. Christopher Trimmel! Gute Chance, war aber sogar noch mehr drin. Ja, einfach volle Lotte draufgehalten, das war nicht die ideale Option.
Aufsteigen halt. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Sie holen sich den Ball. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Schlusspfiff. Danke. Scheiße. Die Gastgeber müssen sich mit einer Niederlage. Jetzt machen wir noch Päckchen auf und Arsch lecken. Und dann beim nächsten Mal. Vielleicht klappt es ja dann. Das letzte Sieg. Wahrscheinlich gibt es dann gar nicht mehr. Hahaha. Da haben wir ja selber ein Ei gelegt, ne? Dumm gelaufen. Alles für den Arsch. Naja, lassen wir das. Ja, die München, die kann ich ja schenken. So, Kinders, jetzt machen wir noch das Päckchen auf für heute Abend, gell? Und dann mal schauen, was wir hier Schönes bekommen, ne? Sieben Spieler, 84 plus. Machen wir auf. Brownhill. Brownhill. Offensiv. Gefühlkrug, Almada. Aha. Aha. Und Adeyemi. Oha. Petit. Oh, Petit. Geil. Geil. Oh. Ich würde ihn gern mal, ich kann nicht anders. Ah, die sind eigentlich, die sind identisch. Zwei Spieler, 85 plus. Geht den ziemlich gut. Schon wieder der Rise. Identisch, jetzt habe ich zweimal den Drecksack bekommen. Gibt's ja da. War jetzt unglücklich, ja. War unglücklich, ja. Scheiße. Frustrierend.
alles auch schon hier, gell? Scheiß Päckchen daher. Merde. Merde. Welchen noch Items? Welchen ist das noch, ja? Kumpel. Was haben wir da für welche bekommen? Stadion sieht zwar lila, oh cool. Manager Vera. Ah. Backbone. Shield. Positionsmodifikator. Danke, Stadion sieht Farbe. Aha. Und stetch der Päckerle. Ings. Ings. Spielerheilung auch gut. Verträge gut. Glove. Ah, das ist für die Goalie, ne? Managerliga. Super Veloci. Rosario Central. Was ist denn das? Was ist das? Keine Ahnung. Mal reinschauen. Insignie. Sniper, oh, gute Dinger hier. Gute Dinger. Ich glaube, das hole ich mir. Ich glaube, das hole ich mir, oder? Ich hol mir das, ja. Ich hol mir das, ja. Damit ich hier mal wieder modifizieren kann, ne? Jetzt haben wir das 750 Taler dafür bekommen. So, jetzt gehen wir mal schnell in meinen Verein. In das Stadion. Verein. Möchten ein neues. Mal. Habe ich nicht noch ein Trikot irgendwie ein schönes? Mal ein neues ausprobieren. Frankfurt. Senior. Santos. Ich mach mal Santos. Gut. Und auswärts. Mal gucken, was war da noch Schönes. Di-di-di-di-di-di-di-di.
Nee. Als Heimtrainer oder Altmar. Trikot gefällt mir nicht. Fällt mir auch nicht. Macht es schon. Ja. Ich mach das schon. Pelican? No. Finger. Lalalala. Das passt. Bonds. Meet and drink. Super Veloci. Ich mach Super Veloci. Was? Nee. Ah, halt, Verein. Im neuen Wappen haben wir da irgendwie einen gescheiten Wappen. Ein Wäppelchen. Nee, ja. Nee, da lassen wir das. Lincoln City. Struck. Neu starten wäre aber vielleicht mal nicht schlecht, ne? Stadionfarbe. Sitzfarbe, da haben wir was Neues. Lila. Schon schon mal nichts. Mist. Tribünen. Heimtribüne hinten Hintergrund. Na 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 na. So, alles Spielfeld. Rasenlust habe ich kein. Was war das 23?
was war das? 23? Keine Ahnung. Kader. Mal einen neuen Manager noch schnell rein. Ja. Ein New Manager. Gattuso, Cooper, Vieira. Und dann schauen wir das nächste Mal weiter. Ja. Wie oder was? Ananas. Gelle, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Danke fürs Zuschauen. Auch an die, die sich später bei YouTube anschauen. Könnt mir mal das in die Kommentare schreiben oder so. Und ihr seht ja bei Twitch ist alles sehr, sehr langweilig. Na, in diesem Sinne, habt die Ehre. Habt euch wohl. Euer Newstime. Ja, war falscher Kanal. Wenn es jetzt halt noch irgendwann auf die Reihe kriegt, ja, dann bin ich zufrieden. Ja, ja. Ja, ja. Dauert halt immer alles sehr, sehr lang. Aber jetzt haben wir es. Yeah. Schade, ich habe mir mehr von dem Päckchen erhofft, ja. Aber es ist ein kleines bisschen was, ja. Aller gut. Das war's dann mal wieder für diesen Samstag. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ansonsten habt noch ein schönes Wochenende. Habe die Ehre und gute Nacht. Goodbye.